getroffen, um ein Buch, einen Band der Reihe Montafoni Geschichte und Gegenwart vorzustellen. Damals eben der Band 4 zur jüngeren Geschichte, zum 19. und 20. Jahrhundert. Offenbar eben noch bis heute der Band der Zeit davor, der frühen Neuzeit. Und den freut es mich jetzt, Ihnen vorstellen zu können, gemeinsam mit den beiden anderen Autoren, dem Herausgeber auch des Bandes. Wir haben damals angekündigt, dass dieser dritte Band auf Vorreinigter fertig wird, und dieses Versprechen können wir heute endlich einlösen. Gut Ding hat eben Weile gebraucht, diese 6 Jahre sind es jetzt mittlerweile, war da. Aber ich glaube, es ist trotzdem, es hat seine Gründe gehabt, das wird der Manfred Scheichner noch näher ausführen. Und ich glaube, das Produkt eben ist es wert, dass man ein bisschen länger darauf gewartet hat. Ich habe heute schon gehört von Einzelnen, man hat genug Zeit gehabt, eben um die anderen Bände zu lesen, einstweilen. Ja, zum Ablauf des Abends, also ich darf gleich am Anfang, Standesrepräsentant Herbert Bitschnau, der ist ja vor mir, direkt begrüßen als Vertreter des Herausgebers der Reihe des Standes Montafon. Anschließend wird dann eben der Herausgeber dieses dritten Bandes, Manfred Scheichner, allgemein zum Band, beziehungsweise dann anschließend eben auch konkret zu seinem Beitrag, der längste, umfangreichste Beitrag eben von dem ausgehenden 16. Jahrhundert bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, einige Einblicke in diese Zeit geben im Montafon. Dann darf ich Ihnen einige, Sie mitnehmen auf eine kleine Reise durch das ausgehende 18. und frühe 19. Jahrhundert im Montafon. Und schließlich wird Andreas Odegier uns auf einen Streifzug durch die Kunstgeschichte dieser beiden Jahrhunderte, des 17. und 18. Jahrhunderts, mitnehmen. Also soweit der Fahrplan. Und Herbert, ich darf an dich weitergehen und dich um dein Grußwort bitten. Montafoner, werte Ehrengäste, liebe Besucher, die 10 Montafoner Gemeinden schaffen ja schon seit Jahrhunderten unter dem Dach des Standes Montafon recht eng, einmal mehr, einmal weniger Zimmer. Das Aufgabengebiet vom Stand Montafon ist recht vielseitig und betrifft dort zahlreiche Lebensbereiche der Montafoner. Sozusagen von A wie Abwasser bis Z wie eine Ziehharmonika. Mit dem ehrgeiziger Standesprojekt Montafoner Geschichte ist beispielsweise seit Jahren die Geschichte, die Kulturgeschichte und die Kulturlandschaft des Tales erforscht worden. Damit wir in Erinnerung an die Vergangenheit, dass wir sie einfach lebendig halten können, haben wir uns damals entschlossen, gemeinsam mit dem Montafoner Museum und mit dem Heimatschutzverein Montafon das mehrwändige Nachschlagwerk Das Montafon in Geschichte und Gegenwart Usserts gehen. Mit dem jetzt erscheinenden Band 3 ist die vierteilige Serie komplett und die Historie unserer Talschaft wissenschaftlich fundiert und echt gut verständlich nachlesbar. Quasi das neue Heimatbuch, das grundsätzlich in Zukunft in keinem Montafoner Haushalt fehlen soll. Die Montafoner Geschichte und der daraus ausser entstandene vierteilige Nachschlagebände bieten eine spannende, abwechslungsreiche und erstaunliche Reise durch die vielseitige Geschichte unserer wunderschönen Montafon. Sozusagen die DNA der Talschaft, des Wikipedia des Montafons. Ein Nachschlagwerk, in dem sämtliche Montafon relevanter Themen gesucht und gefunden werden können. Das wissenschaftlich aufgeschaffte und mit hunderten Bildern hervorragend illustrierte und durch einen Index erschlossene Buch fällt künftig zweifellos in keinem Bücherregal der geschichtsbewussten Montafoner Bevölkerung und aller, die sich für die Vergangenheit von Montafon interessieren. Ich wünsche euch, im Namen von meiner Bürgermeisterkollegen, viele schöne Stunden
im Stöbern durch längst vergangene Zeiten, die das munter früh zu dem gemacht hat von, was es heute ist. Eine liebens- und lebenswerte Region im Herzen der Berge, getragen von engagierten Menschen mit dem Herzen am rechten Fleck. Vielen Dank für euer Kommen und noch einen schönen, interessanten Oberbenan. Der Talgeschichte vor. Es hat sich wirklich sehr lange hingezogen. Das kann ich nicht abstreiten. Sie werden sich wahrscheinlich schon gefragt haben, schon öfter gefragt haben, warum das der Fall ist und überhaupt, warum ein dritter Band einer Reihe nach dem vierten erscheint. Lassen Sie mich kurz diese beiden Fragen getrennt beantworten. Die merkwürdige Reihenfolge beim Erscheinen der einzelnen Bände erklärt sich dadurch, dass ich in den Jahren um 2000, als der Stand Montafon das Buchprojekt aufgleiste, meine Mitarbeit an die problemlos gewährte Bedingung knüpfte, dass der von mir zu verfassende dritte Band als letzter veröffentlicht wird. Denn ich hatte es damals richtig satt, dass ich immer der Erste war, der abgab und dass meine Beiträge oft jahrelang herumlagen, bis sie dann nach weiteren, nicht immer richtig möglichen Überarbeitungen schließlich erst mit großer Verzögerung publiziert wurden, was wirklich wenig Spaß macht. Dieser Entschluss, erst später mit der Arbeit zu beginnen, erwies sich auch deshalb als goldrichtig, weil bald abzusehen war, dass demnächst ein tatkräftiger junger Mann die historische Bühne betreten würde, der sich schon als Schüler am Ludenzer Gymnasium entsprechend hervorgetan hatte. Dass Michel Kaspar dann gerade auch noch die Jahrzehnte vor und nach 1800 als sein Spezialgebiet wählte und darüber sogar dissertierte, stellte eine wesentliche Entlastung meiner anstehenden Forschungen dar, denn im ursprünglichen Konzept war ja vorgesehen gewesen, dass ich den ganzen Zeitraum von 1500 bis 1850 alleine bearbeiten würde. Davor schon hatte ich allerdings Andreas Rudigier mit an Bord geholt. Wenn man im Tal über einen solchen kunstgeschichtlichen Experten verfügt, dann wird man dieses Metier wohl nicht selbst radebrechend darzustellen versuchen. Auch diese Entscheidung hat sich, Sie werden es gleich selbst feststellen können, sehr gelohnt. Bald schien meine zeitliche Zurückhaltung sogar ein weiteres Mal belohnt zu werden. Denn im zweiten Band der Buchreihe, der eigentlich nur bis zum Ende des Mittelalters hätte reichen sollen, wurde ein Beitrag veröffentlicht, der mir noch einmal 150 Jahre, nämlich die Zeit von 1500 bis etwa 1650, abzwackte. So meinte ich, mich auf das ereignisreiche Jahrhundert von der Mitte des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts konzentrieren zu können. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz. Denn als es dann vor einigen Jahren galt, an die Arbeit zu schreiten und die frühe Neuzeit im Montafon in Angriff zu nehmen, stellte sich schnell heraus, dass es nicht ratsam war, nur an die bislang publizierten Darstellungen anzuschließen. Die Entwicklungen in den Jahrzehnten um 1600 erforderten nämlich weit mehr Aufmerksamkeit, als ihnen bislang gewidmet worden war. Bald merkte ich zu meinem Schrecken aber auch, was der eigentliche Grund für dieses Manko war. Zu diesem Zeitausschnitt lag nämlich jede Menge an schriftlichen Aufzeichnungen vor, aber in einem solchen Durcheinander, dass die Geschehnisse schon rein technisch schlicht und einfach nicht in der gebotenen Gründlichkeit erfasst werden konnten. Das sehr umfangreiche Aktenmaterial im Vorarlberger Landesarchiv aus dem Montafon lag weitgehend ohne klare Ordnung in etwa 90 Schachteln verteilt, deren Inhalt bei dieser Menge schließlich nicht mehr anders zusammengeführt werden konnte,
als dass man das ganze Material einfach auf einen Haufen gekippt und Blatt für Blatt neu geordnet und anschließend verzeichnet wurde. Dass dieses Unterfangen einen immensen Arbeits- und Zeitaufwand erforderte, kann sich jeder und selbstverständlich auch jede wohl leicht vorstellen. Und dann galt es erst, sich durch den Wust an zumeist politisch motivierten und damit nicht immer von besonderer Objektivität, Präzision und Klarheit geprägten Darlegungen des Archivguts durchzukämpfen und eine entsprechende Darstellung unter Maßgabe allgemeiner Lesbarkeit und angemessener Kürze zu schaffen und das noch unter dem Druck zahlreicher anderer privater und beruflicher Verpflichtungen. Ich hoffe, Sie empfinden es nicht als blasphemisch, wenn ich in diesem Zusammenhang gestehe, dass mir dann beim Abschluss dieses Projekts einige der 7 letzten Worte Christi am Kreuz eingefallen sind, natürlich in einem völlig profanen Sinn. Als ich nämlich endlich zu Christoph Kanal sagen konnte, Grafiker, in deine Hände lege ich mein Werk, empfand ich wahrlich die Bedeutung der Sätze, es ist vollbracht und noch heute werde ich im Paradies sein. Das will jetzt aber keineswegs bedeuten, dass es nur Not und Stress bei der Arbeit gegeben hätte. Ist doch die Begegnung mit einem wunderschönen Tal wie dem Montafon an sich schon ein Privileg und ein Genuss. Und das sage ich jetzt gar nicht nur höflichkeitshalber. Ich bin nämlich grundsätzlich davon überzeugt, dass jemand, der historisch arbeitet, den Raum, auf den er sich bezieht, genau kennen muss. Und so bin ich nun doch schon jahrzehntelang mit großem Interesse oft im Tal der Oberen Ill und seinen Seitentälern unterwegs, sodass meine Frau mit Blick auf meine Begeisterung zu mir nur noch liebevoll vom Sankt Montafon spricht. Nun aber genug der Erklärungen. Das Fazit des heutigen Tages, das erfreuliche Fazit des heutigen Tages lautet, als Ergebnis langjähriger Vorarbeiten von 3 Autoren liegt nun eine erste ausführliche Darstellung der Talgeschichte des Montafons in der frühen Neuzeit vor, die sehr viele neue Informationen enthält. Selbstverständlich kann und will sie natürlich nicht den Anspruch einer abschließenden Darstellung des genannten Zeitraums erheben. Manche Lebensbereiche werden nur angedeutet, andere mussten quellenbedingt oder mit Bedacht auf den beschränkten Umfang der Publikation unberücksichtigt bleiben. Wenn das Buch jedoch dem einen oder anderen Leser einen tieferen Zugang zur regionaligen Geschichte eröffnet und als nützliche Grundlage für weitere Forschungen dient, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Auf diesen allgemeinen Vorspann folgt jetzt noch, wie angekündigt, eine kurze nähere Vorstellung meines Beitrags im